Guten Tag, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Ich wünsche euch einen schönen Samstag. Und ja, bevor ich zur 510. Geschichtsstunde komme von Egon und dem zweiten und letzten Teil des Jahres 2006, nochmal ein Blick zur Uhr. Es ist kurz nach 12. Das heißt, jetzt sind es noch 21 Stunden bis zur Eröffnung der Wahllokale. Weil der Ramelow hat natürlich noch extra seine Amtszeit um eine Stunde verlängert durch den Wahltermin. Diese Nacht werden die Uhren umgestellt. Also wer früh um 8 aufsteht und hat die Uhr nicht umgestellt, nicht gleich ins Wahllokal rennt, hat nur eine Stunde Zeit. Also dann ist es wieder um 7. Ja, noch 21 Stunden, dann haben wir es endlich geschafft. Die Hetze ist so gekommen, wie ich es mir vorgestellt habe gegen die AfD in diesen letzten 4 Wochen, so wie ich es damals angekündigt habe, als die Brandenburg- und Sachsenwahl vorbei war. Deswegen will ich nicht sagen, dass es mich nicht, wie soll ich sagen, genervt hat, aber es hat mich nicht zu sehr irgendwo tangiert, weil ich darauf vorbereitet war, gedanklich und mental, weil anders konnte es ja gar nicht kommen. Aber wenn wir der letzten Umfrage von INSA Glauben schenken dürfen, dann hat das alles nichts genutzt. Die Werte sind relativ stabil. Ob sie noch besser gewesen wären, wenn die Hetze nicht gewesen wäre, ist hypothetisch, wissen wir nicht. Aber schauen wir mal, wie das wirkliche Wahlergebnis morgen ausgeht. Und ja, diesmal bin ich etwas später dann dran mit den ersten Posts zu den Ergebnissen und Zwischenständen, weil ich natürlich dann nochmal ins Wahllokal gehe, um mal zu schauen, dass sie richtig auszählen. Und ich hoffe, dass sie diesmal keine Stimme nochmal suchen müssen, damit wir beim ersten Mal durch sind und ich dann relativ frühzeitig zurück bin. Ja, und dann kann ich als letztes nur nochmal alle sagen, die jetzt hier zuschauen und die halt immer sagen, alles scheiße, aber wählen gehe ich trotzdem nicht. Dann sage ich, sorgt ihr dafür, dass es noch beschissener wird. Weil wer nicht wählen geht, obwohl er eigentlich mit diesem Regime abgeschlossen hat, der wählt im Prinzip diese Leute mit. Weil je höher die Wahlbeteiligung, umso niedriger sind die Zahlen für diese Leute. Und ich gehe mal davon aus, wer sagt, es ist so beschissen, dass ich eigentlich nicht wählen will, aber dann gleich doch geht, der wählt dann nicht gerade diese Leute, sondern vielleicht doch eher die AfD und sagt, gut, okay, ab und an gibt es auch mal Sachen, die gefallen mir nicht, ne, aber im Großen und Ganzen die Richtung stimmt, ich gebe ihnen eine Chance. Gut, das soll es gewesen sein, erstmal nochmal zur morgigen Wahl. Das letzte Geschichtsvideo, bevor ich meine Kreuz mache, das werde ich dann morgen vorher machen, danach das Geschichtsvideo. Und ja, heute bin ich nochmal auf dem Domplatz, ja, vielleicht noch ein schöne Bilderchen machen von der Abschlussveranstaltung. Die ist heute 16 Uhr, also deswegen nicht wundern, wenn nach dem Video und der Begrüßung eventuell nicht mehr viel kommt. Ne? Ja, weiter geht's heute mit dem zweiten Teil des Jahres 2006, wie schon erwähnt. Gestern war das letzte, der 12. Juli 2006. Israel greift Libanon an, das Übliche bei Israel, die greifen gerne mal ihre Nachbarstaaten an. Aber natürlich sind immer die anderen schuld, das ist logisch, genauso wie bei uns hier. Ja. Die Schuld ist nie bei diesen Leuten, egal was sie tun und lassen. Weiter geht's mit dem 14. Juli 2006. Kaczynskis führen Polen. Jarosław Kaczynski legt seinen Amtseid als polnischer Regierungschef ab. Nach dem Rücktritt des bisherigen Premiers Kazimierz Marcinkiewicz hatte Polens Präsident Lech Kaczynski seinen Zwillingsbruder Jarosław am 10. Juli in Warschau bereits zum Regierungschef ernannt. Jarosław Kaczynski ist Chef der Partei Recht und Gerechtigkeit, die seit den Wahlen im September 2005 die stärkste Kraft im Parlament bildet.
Seit Oktober 2005 ist Lech Kaczynski Staatschef. Beobachter vermuten, dass Marcinkiewicz den Zwillingen bei der Umsetzung ihrer politischen Ziele im Wege war. Die 57 Jahre alten Kaczynski-Brüder, die sich äußerlich kaum voneinander unterscheiden, sind weiterhin bekannt als glühende Nationalisten und Europaskeptiker. Der Wechsel im Amt des Ministerpräsidenten könnte die Beziehungen zu Deutschland weiter belasten, die schon wegen der deutsch-russischen Erdgaspipeline und der Debatte über das Zentrum gegen Vertreibungen angespannt sind. Auch ein satirischer Beitrag in der Taz, in der Lech Kaczynski als Polens neue Kartoffel bezeichnet wird, trug nicht zur Annäherung bei. Noch vor seinem Amtsantritt forderte Jaroslaw Kaczynski deshalb Schritte der Bundesregierung gegen die Taz, was Berlin unter Hinweis auf die Pressefreiheit ablehnte. Bekannt waren die beiden Brüder übrigens schon vor ihrer politischen Karriere. In den 1960er Jahren spielten sie als Kinderstars Jacek und Placzek die Hauptrollen in dem Film von Zweien, die den Mond stahlen. Ja, ist immer interessant. Wenn es egal gegen wen es geht, erstmal von den gegen Deutsche oder die bösen Rechten, da ist die Pressefreiheit das oberste Gut. Aber wehe dem, du würdest eine Zeitung machen oder einen Zeitungsartikel nur, wo du den Zentralrat der Juden angreifst, den Herrn Schuster, Frau Knobloch, da vielleicht noch eine böse Satire dazu machst, ne? Gottes Willen, Gottes Willen. Ich würde gleich ein Gesetz versucht zu erlassen, das zu verbieten. So viel zur Pressefreiheit und wer die erfunden hat und weshalb es die gibt. Die Pressefreiheit ist nichts weiter. Das sehen wir gerade hier in dem Land. Es wurde mal aus gutem Grund erfunden, als Journalisten noch Journalisten waren und wirklich die Wahrheit neutral berichtet haben und nicht Propagandisten einer gewissen Richtung gewesen sind. Aber mittlerweile ist die Pressefreiheit, wie wir sie heute kennen und wie sie bei uns seit 1945 verankert ist, nur noch die Freiheit einer gewissen Gruppe, jeden angreifen zu können, jeden unter der Gürtellinie beleidigen zu können, etc., wie er will, hetzen zu dürfen, was das Zeug hält. Aber er selber, diese Volksgruppe selber, ist von dieser Pressefreiheit ausgenommen. Das ist einfach der Punkt, das ist eine Wahrheit, das ist ein Fakt. Und wer jeden Tag die Zeitung und unsere Politik erlebt, wenn es um das Thema geht, der kann mich nur bestätigen. Und das hat nichts mit Antisemitismus zu tun, das hat einfach nur was mit Fakten und Wahrheit zu tun. Man muss sich bloß mit offenen Augen durch die Welt bewegen. Und das im Übrigen, meine lieben Damen und Herren, diese Meinung habe ich schon vertreten, bevor es eine AfD gab. Ich war auch noch nie bei einer NPD-Veranstaltung, meine Freunde. Trotzdem weiß ich das, weil ich ein Mensch bin, der selber nachdenkt und sich das Denken nicht vorschreiben lässt von Leuten wie Herrn Schuster, Frau Knobloch, Herrn Wolfssohn, Herrn Kleber, Frau Mioska, Frau Merkel oder einem Herrn Habeck. Ne? Ja, gut, das ist einfach ein Fakt. Ja, und wenn dann halt jemand ist, der diesen Leuten ein Dorn im Auge ist, da können die hetzen, wie sie wollen und das wird dann als Pressefreiheit oder Kunstfreiheit gewertet, wenn es ein Künstler tut. Ja, haben wir noch ein Bild dazu. Lech Kaczynski links gratuliert seinem Zwillingsbruder Jaroslaw zur Ernennung zum Premier. Und dabei möchte ich nicht gerade die Polen unbedingt in allen Punkten verteidigen. Ich weiß, wie sie uns gegenüber eingestellt sind, aber es ist ihr gutes Recht, in ihrem Land so zu regieren, wie ihnen das gefällt. Und hat ihnen keine EU, keine Marionetten von George und Co. reinzureden. Weiter geht's mit dem 17. Juli 2006. Nach einem Seebeben überrollt eine bis zu 4 Meter hohe Flutwelle die Küste der indonesischen Insel Java. Und auch das, meine Damen und Herren, liebe Greta, hallo, und liebe Fridays for Future, Jüngerinnen und Jünger, hat nichts mit dem Klimawandel zu tun. Es war ein Seebeben. Sieht dann natürlich auf den Bildern schrecklich aus, ne? Aber es ist ein Seebeben, die gab es schon immer und wird es einmal geben. Egal, wie viel Geld ihr uns jetzt abzocken wollt. Weiter geht's mit dem 30. Juli 2006.
Unter dem Schutz einer internationalen Friedenstruppe finden in der Demokratischen Republik Kongo die ersten freien Wahlen seit der Unabhängigkeit des Landes von Belgien 1960 statt. Ja, auch ein Überbleibsel der Belgier, des belgischen Kolonialismus, dass Kongo so ist, wie es heute ist. Weil der Kongo, so wie es heute ist, ist durch Belgien und Frankreich so entstanden, weil die das halt sich so geeinigt haben. Damals auf der Berliner Konferenz im 19. Jahrhundert, wie Afrika aufgeteilt wird. Und dadurch sind halt Stammesgebiete zusammengelegt worden zu einem Staat, die eigentlich traditionell nicht zusammengehören. Und die bekämpfen sich bis heute. Und da gibt es halt auch immer solche merkwürdigen freien Wahlen, wo man trotzdem, man sieht, so richtig frei sind die nicht, weil sie eher vom Westen beeinflusst werden. Der 31. Juli 2006, das nächste. Fidel Castro übergibt seine Ämter. Der kubanische Staatschef Fidel Castro übergibt seine Amtsgeschäfte nach 47 Jahren vorläufig an seinen Bruder Raúl. Nach dem Wortlaut der Erklärung, die sein Sekretär Carlos Valenciaga im kubanischen Fernsehen verliest, hat sich der kubanische Staats- und Parteichef einer komplizierten Darmoperation unterziehen müssen. Die offiziellen Feiern zu seinem 80. Geburtstag werden vom 13. August auf den 2. Dezember verschoben, den 50. Jahrestag der Landung Castros und seiner Mitkämpfer auf Kuba. Ja, da ist ja sein Bruder jetzt auch eines Besseren belehrt worden, der gedacht hat, man könnte mit dem mit der amerikanischen Administration friedlich zusammenleben, solange man noch eine andere Ansicht hat von dem Leben in seinem eigenen Land, wie man das gestalten möchte. Jetzt sind ja alle Sanktionen, alles wieder da. Wie gesagt, wenn sich Kuba vollkommen unterwirft unter dem Diktat der zionistisch gelenkten Administration in den USA, die natürlich stark, und das ist einfach eine Tatsache, von der AIPAC beeinflusst ist, und der AIPAC kann man auch googeln, was das für eine Organisation ist. Solange man sich da nicht komplett unterwirft, da kann man versuchen, alles Mögliche und allen Abschwör und alles Mögliche tun. Man wird immer die USA zum Feind haben, weil diese Leute möchten die Welt so gestalten, wie sie ihnen gefällt und nicht wie sie den dort lebenden Leuten gefällt. Wenn die sagen, eigentlich gefällt es uns so besser, machen die alles, dass es dort nicht mehr gut aussieht, indem sie sanktionieren, boykottieren und wenn es am Ende notwendig sein sollte, in Anführungszeichen, auch mal schnell einen Krieg führen. Wir haben noch ein Bild dazu. Am 13. August druckt die Zeitschrift Granma das am Vortag aufgenommene Foto von Fidel Castro. Granma, heißt das nicht Großmutter? Muss ich jetzt passen. So perfekt ist mein Spanisch nicht. Aber ich glaube, das heißt Großmutter. Ja, weiter geht's mit dem 10. August 2006. Terrorangst in London. Verschärfte Sicherheitsvorkehrungen im Flugverkehr von und nach Großbritannien. Oh, Entschuldigung, da war da das Bäuerchen. Verschärfte Sicherheitsvorkehrungen im Flugverkehr von und nach Großbritannien stürzen insbesondere den Londoner Flughafen Heathrow ins Chaos. Die Maßnahmen werden angeordnet, weil es offenbar Pläne für Anschläge auf Transatlantikflüge gab. Die Londoner Kriminalpolizei Scotland Yard konnte rechtzeitig einschreiten. Demnach hatten Terroristen geplant, in Flugzeuge mit Ziel USA Flüssigsprengstoff zu schmuggeln. Ja, der nette Terrorismus, ich denke mal, es war islamistischer, weil steht zwar nicht da, aber meistens war es ja, oder ist es, seit uns unsere Europäer, in Anführungszeichen von der EU, immer mehr mit dem Islam fluten, ist das ja zur täglichen, fast täglichen Realität geworden in Europa, dass wir hier islamistische Anschläge, Messermorde oder sonstiges haben von Islamvertretern, begangene Gewalttaten. Ja, weiter geht's
mit dem 19. September 2006, Putsch in Thailand. In Thailand putscht das Militär, während Premierminister Thaksin Shinawatra zur UN-Vollversammlung nach New York gereist ist. In Bangkok umstellen Panzer das Regierungsviertel. Die Putschisten besetzen Radio- und TV-Sender. Eine Junta unter Generalstabschef Sondi Bunyaradglin übernimmt die Macht. Am 30. September wird General AD Surajit Chulanont zum Interimspremier ernannt. Thaksin war seit 2001 Ministerpräsident. Tja, wenn doch mal unsere Bundeswehr und unsere Polizei die Traute hätte, diese ganz offensichtlich jedes Recht der Deutschen, jedes Grundrecht brechende Regierung, in die Schranken zu weisen. Aber leider folgen die, wie das in Deutschland leider oftmals üblich ist, bis in den Untergang. Selbst wenn Sie sehen, es geht Richtung Untergang. Weiter geht's mit dem 22.09.2006. Bei dem Unfall auf der Transrapid-Teststrecke im Emsland kommen 23 Menschen zu Tode. 10 weitere werden teils schwer verletzt. Ja, da gingen die Transrapid-Träume, die unter anderem, glaube ich, ein Herr, ach, wie ist der, mit S auch irgendwas, glaube ich, war es mit S, Stoiber von der CSU hegte. Transrapid, weil ja Deutschland von der Fläche her so ein Riesenland ist, brauchen wir unbedingt einen Zug, der sonst wie schnell fährt. Das braucht man vielleicht in China, in Kanada, in Australien, in den USA. Aber für so ein Terrain, für so ein Territorium, für Deutschland reichen Züge, die normal fahren, relativ aus. Ne? Das ist der Wahn jener, die Flugtaxis, von Flugtaxis träumen. Weiter geht's mit dem 13. Oktober 2006. Südkoreaner an der Spitze der UN. Per Akklamation wählt die UN-Vollversammlung in New York Ban Ki-moon zum neuen Generalsekretär der Vereinten Nationen. Der 62-jährige südkoreanische Außenminister wird zum 1. Januar 2007 Nachfolger von Kofi Annan, der nach 2 Amtszeiten nicht mehr kandidieren durfte. Ban kündigt an, in seinem neuen Amt vor allem die Reform der Weltorganisation voranzutreiben und das Ansehen der Vereinten Nationen heben zu wollen. Ja, mein Freund, das hast du mit Sicherheit nicht getan. Euer UN-Resettlement-Programm zerstört die ganze Erde, vor allen Dingen das alte Europa. Aber deswegen sehen wir ja, in dieser UN haben ja auch kaum noch Europäer wirklich was zu sagen. Und die, die Europäer sind, in Anführungszeichen, sind solche Marionetten des Zionisten wie Herr Maas, ne? Ja, der den Platz nur bekommen hat, weil Israel ganz großzügig zurückgezogen hat. Sonst hätten sie den Platz des Herrn Maas nie besetzen können. Da hätte dort ein Herr von den Zionisten gesessen. Aber da der Herr Maas, die perfekte Marionette ist, hat man gesagt, wir gehen das Deutschland. Und dann kann im Namen Deutschlands alles durchgesetzt werden, was wir wollen. Und dann alle, wenn es irgendwann mal so weit ist, dass die Leute erkennen, was da für verbrecherische Taten durchgesetzt worden sind, dann waren es halt nicht wir, dann waren es die Deutschen. Ja, so machen das die Damen und Herren des Zionismus immer. Der neue UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, Nachfolger von Kofi Annan, gilt als profilierter Diplomat. Da haben wir diesen Südkoreaner. Und dann kommen wir, muss ich mal schauen, haben wir schon die Randbemerkungen? Nein, die kommen dann so ziemlich, ne, nicht ziemlich hintereinander, so zwischendurch und dann die letzten zwei zum Schluss. 5. November 2006, na schau an, da wurde gegen die Menschenrechte verstoßen. Es gab noch ein Todesurteil, weil es gerade mal wieder in das politische Muster gepasst hat. Des Zionisten, der die Welt gestalten will, wie sie ihm gefällt. 5. November 2006, Todesurteil für Ex-Diktator.
Ein Sondertribunal verurteilt den früheren irakischen Machthaber Saddam Hussein wegen des Massakers an 148 Schiiten in der Kleinstadt Dujail im Jahre 1982 zum Tod durch den Strang. Der Halbbruder des Ex-Diktators, der frühere Geheimdienstchef Barzan Ibrahim al-Tikriti und der ehemalige Vorsitzende des Revolutionsgerichtshofs Awad Hamed al-Bandar erhalten ebenfalls die Höchststrafe. Der einstige Vizepräsident Taha Yassin Ramadan muss lebenslang, drei weitere Angeklagte müssen 15 Jahre hinter Gitter. Einer wird aus Mangel an Beweisen freigesprochen, das war der Maulwurf. Während die irakische Regierung und die USA das Todesurteil begrüßen und Schiiten und Kurden spontane Feiern abhalten, bekräftigen europäische Regierungen ihre grundsätzliche Ablehnung der Todesstrafe. Zwar vertieft der Urteilsspruch die Kluft zwischen Sunniten und Schiiten, doch auf die alltägliche Gewalt im Land hat er keinen Einfluss. Allein im Oktober fielen 3.709 Zivilisten den gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den Religionsgruppen und den Kämpfen zwischen Aufständischen und Soldaten zum Opfer. So viel wie noch nie in einem Monat seit März 2003. Und da kommen wir nochmal drauf zurück. 1982. Massaker an Schiiten. Wir haben vor einer Weile schon gelesen, in diesem Krieg war praktisch der Irak, der Verbündete der USA. Und da kann man nur allen, die jetzt im Nahen Osten sich mit der USA verbünden, sagen, so geht's euch, wer Verrat an seiner Region, an seinem Land begeht, wenn er sich mit den Amerikanern verbündet. Damals der Verbündete der Amerikaner und dann wird er selber gerichtet, wenn er als Marionette ausgedient hat. Schönen Gruß an das saudi-arabische Königshaus, ne? Ihr werdet auch irgendwann zum Saddam Hussein werden. Das verspreche ich euch, weil das ist bis jetzt jedem so gegangen, der sich zuvor mit den Amerikanern gegen eigentliche Brüder vereint hat. Und dasselbe haben wir ja erlebt. Nur Kriegsverbrecher wie George W. Bush, die brauchen keine Todesstrafe zu fürchten. Ne? Ja. So ist die Politik der USA. Und so ergeht es denen, die sich diesen Leuten als Marionetten andienen. Solange wie sie genutzt, gebraucht werden, solange sie nützlich sind für die Hegemonialstrebungen der amerikanischen zionistisch gelenkten Administration, dürfen sie alles machen. Aber dann irgendwann kommt der Punkt, wo sie sagen, wir brauchen sie nicht mehr. Und dann wird irgendein Massaker rausgeholt und schon sind sie Kriegsverbrecher und werden zum Todes verurteilt. Schönen Gruß nach Saudi-Arabien, nach Riad, Herr Scheich. Hier haben wir noch ein Bild dazu. Sie sind hier im Namen des Besatzers, wirft Saddam Hussein dem Richter zu Beginn seines Prozesses vor. Und mit der unumwunden Recht hat er. Und mit welchem Lügen, bösesten Lügen der Amerikaner diesen Krieg gegen sein Volk, gegen sein Land begonnen hat, wissen wir heute alle. Wissen wir heute alle. Ja, genauso lief das auch in einem anderen gewissen Krieg, an dem natürlich nur eine Seite schuld war. Weiter geht's mit dem 5.11.2006. 16 Jahre nach dem Machtverlust wird der einstige Revolutionsführer und Staatschef Daniel Ortega erneut Präsident von Nicaragua. Und das der letzte große Artikel für heute. 23. November 2006. Spionage-Thriller um Litwinenko. Der frühere russische Geheimagent Alexander Litwinenko stirbt 3 Wochen nach einem mysteriösen Giftanschlag in London. Litwinenko lebte seit 2000 in Großbritannien und arbeitete dort unter anderem für den oppositionellen russischen Milliardär Boris Berezovsky. In einer auf dem Sterbebett diktierten Aussage beschuldigt er den russischen Präsidenten Wladimir Putin und den Geheimdienst FSB, für das Attentat auf ihn die Verantwortung zu tragen. Moskau bestreitet jedoch, mit Litwinenkos Tod etwas zu tun zu haben.
Der Fall entwickelt sich zu einer kaum durchschaubaren Agentenstory, wie zu Zeiten des Kalten Krieges. Am Tag nach seinem Tod teilt die Behörde für Gesundheitsschutz mit, Litwinenko sei mit der hochradioaktiven Substanz Polonium-210 vergiftet worden. Warum Litwinenko auf eine so aufwendige Weise getötet wurde und warum es so viele auffällige Spuren gibt, die nach Moskau führen, bleibt unklar. Ja, das ist in der Regel dann der Fall, wenn der Täter ganz anderer ist und die Spur in eine andere Richtung legen will. So wie damals zum Beispiel dieser Flüchtling in Rheinland-Pfalz, der, weil ihm sein Hotel nicht gefallen hat, wo untergebracht worden ist, 2015 war das, glaube ich, noch, in Rheinland-Pfalz das Hotel abgebrannt hat. Frau Dreyer dann schon eine große Mahnwache gegen rechts organisiert hatte, die sie dann auch trotzdem, dass es dann nicht die bösen Rechten waren, durchgeführt hat, weil sie der Meinung ist, ja, demonstrieren gegen rechts, auch wenn sie nichts gemacht haben, lohnt sich immer. Und dann hat er noch große Hakenkreuze an das Hotel gemalt, so richtig schöne Spuren Richtung rechts gelegt. Und dann kam raus, der arme Schutzbedürftige war bloß unzufrieden mit seinem Leben und hat deswegen das Hotel selber angebrannt. Ja. Deswegen sage ich, wenn man so offensichtlich, also es wäre schon ein dummer Geheimdienst, die Russen müssten totale Dilettanten sein, wenn sie so offensichtlich Spuren legen, die zu ihnen führen, wenn sie so einen beseitigen wollen. Ja, vielleicht waren es gewisse Leute wieder in London selber, die wieder so einen neuen Zwist zwischen Russland und dem anderen restlichen Europa schaffen wollten. Und da braucht man ja immer irgendwelche Beschuldigungen. Und nur weil der auf dem Sterbebett behauptet hat, dass das Putin war, kann ich auch alles Mögliche behaupten. Ne? Ich habe auch in Merkel, Gott, lass mal. Auf jeden Fall sage ich mal so, ja. So offensichtlich, wie da die Spuren nach Moskau führten, führten sie mit Sicherheit, mit Wirklichkeit, in Wahrheit ganz, ganz woanders hin. Vielleicht Richtung Washington. Ja, hier haben wir noch ein Bild dazu. Alexander Litwinenko, kurz vor seinem Tod im Krankenhaus. Noch auf dem Sterbebett beschuldigt er den russischen Präsidenten Wladimir Putin, in das Attentat verwickelt zu sein. Ja, wer so ein Verräter am eigenen Volk ist. Wer so ein Verräter im eigenen Land ist, wer so ja, mit Lügen versucht, sein Volk gegeneinander aufzuhetzen, der behauptet auch sowas auf dem Sterbebett. Er hat ja nichts mehr zu verlieren. Ne? Ja, weiter geht's mit dem 6.12.2006. Eine Randbemerkung, zwei kommen noch und da sind wir schon durch. 6.12.2006. Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat nach eigenen Angaben Wasser auf dem Mars entdeckt. Ja, aber trotzdem alle zionistischen Zerstörer und ihre Kollaborateure, die ihnen dabei mithelfen, dieser Welt, nützt trotzdem nichts. Trotzdem können wir auf dem Mars nicht leben. Ne? Ja, das werden wir noch lernen. 10.12.2006. Nach dem Tod von Augusto Pinochet kommt es in Santiago de Chile zu Straßenschlachten zwischen Anhängern und Opfern des früheren Militärdiktators. Ja, da haben wir einen anderen sogenannten Militärdiktator, wie viele Tote der Stalinismus, der Kommunismus gebracht hat. Brauchen wir, glaube ich, heute nicht mehr. Muss mal kurz, irgendwie bin ich ja was angelaufen. Brauchen wir sicherlich nichts erwähnen, wie viele Tote der gute Sozialismus und Kommunismus gebracht hat. Auf der anderen Seite ist es dann so, dass zum Beispiel jetzt in Spanien der Franco selbst in der Totenruhe gestört wird und umgebettet wird, weil Kommunisten, Zionisten und Sozialisten selbst jemanden im Tode nicht in Ruhe lassen können. Aber da sage ich nur, da haben wir eine Menge zu tun, wenn es irgendwann und die Zeit wird kommen, ich bin mir da sicher. Ich kann den Zeitpunkt nicht sagen, aber das hat noch nie gewirkt, dass ja mehrere Völker, ein ganzes Volk, nicht nur ja wir, sondern die ganzen Völker Europas von einer kleinen, arroganten Elite unterdrückt wird, ausgeraubt und ausgesaugt wird bis aufs Blut. Das währte nie ewig. Auch wenn die sich jetzt einbilden, sie haben das neue Nonplusultra erfunden, um sowas durchziehen zu können. Ihr werdet noch erleben, ihr werdet es nicht durchziehen. Und da haben wir sehr, sehr viel zu tun mit Umbettungen von solchen Gaunern, die jetzt Europa und die Welt zerstören. Oh, da müssen wir viele
in der dunklen Ecke verscharren, damit keiner mehr ihnen huldigt, so wie das jetzt zum Beispiel einem Karl Marx zugute kommt, im rot-grünen, von FDP mitregierten Rheinland-Pfalz, so viel zur FDP, die Steigbügelhalter der Kommunisten von SPD und Grünen, der Linksradikalen, das ist die FDP. Wer morgen die FDP wählt, der wählt Linksradikale. Ja, gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es gab wieder ein paar Anregungen zum Nachdenken über Personen, Fakten und Ereignisse der Geschichte und mal selber wieder die Gehirnrädchen anzuschmeißen. Ich denke mal drüber nach, mal gucken. Vielleicht gibt es ja noch andere Quellen, wo ich nochmal nachgucken kann. Muss man nicht unbedingt die vom Spiegel oder so nehmen. Das bringt dann nicht viel, weil ich habe wirklich bei diesem Band lange gesucht, bis ich ein relativ neutrales Werk gefunden habe, wo wirklich größtenteils die Fakten genannt werden und so wenig wie möglich politisch-ideologische Beeinflussung des Lesers geschieht. Manchmal bleibt es trotzdem nicht aus, aber es ist halt so. Ja, und deswegen sage ich mal so, einfach mal drüber nachzudenken, ob die ein oder andere Person nicht doch ein bisschen anders war, als man sie uns heute als Held verkaufen will und der böse Diktator und Verbrecher dann doch nicht so ein böser Diktator und Verbrecher war. Zum anderen, das ein oder andere Ereignis vielleicht doch anders zu bewerten ist, als uns das heute wie Leute wie Knopp und Wolfssohn vermitteln möchten. Und damit hoffe ich doch, dass euch das Video auch heute wieder gefallen hat und dass wir uns morgen wiedersehen und hören, auch bei Facebook, sofern der Facebook-Gott dies möchte. Und damit verbleibe ich wie immer mit, haltet die Ohren steif, bleibt kämpferisch, ciao, ciao, euer Egon.